Hallo Leute, ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Sekunde, ich setze mich anders hin, dass ich besser zu hören bin. Dass ich näher an der Kamera dran sitze, also an der Rückseite von der Kamera, wo wahrscheinlich hier das Mikrofon an der Kamera ist. Erstmal danke für die neuen Zuschauer und auch für die neuen Abonnenten. Nur leider, wie ich es dann geschrieben habe, etwas in deutlicheren Worten, war es wie üblich, wenn ich neue Abonnenten dazu gewinne, also neue Zuschauer, dann verliere ich gleichzeitig wieder welche. Und in der Regel kommen wirklich nur Pöbelkommentare, also die Leute, die wirklich vernünftige Sachen schreiben und die auch, wie gesagt, gehe ich davon aus, was im Kopf haben. Was sie in der Birne haben und überhaupt wissen, wovon ich rede. Ich tue ja immer wieder darauf hinweisen. Ihr könnt jeden einzelnen Punkt nachprüfen. Ich habe sogar jetzt, wo ich aus dem Koran vorgelesen habe und ich habe euch vorher gezeigt, das ist der offizielle von Saudi-Arabien, aus Saudi-Arabien genehmigte, die offizielle Koranübersetzung aus Saudi-Arabien genehmigt. Das habe ich ja gezeigt, wo ich den Koran aufgeblättert habe, dass es da drinnen direkt vermerkt ist und auch mit Stempel bestätigt worden ist. Und auch natürlich dann die Hassverse und die Hasszitate. Also in dem Fall beim Koran halt die Hassuren und die Hassverse. Also im Unterschied zu Bibel, wo eigentlich mit Kapiteln und Versen, glaube ich, wie sagt man, gezählt wird. Beim Koran sind es halt Suren und Verse. Aber der Witz war, wo ich dann hier zum Thema Frauentag, also gestern mittlerweile, also heute haben wir den 9.3., gestern, wo ich drei Videos gemacht habe, also im Grunde war es ein großes Video, ich habe es halt in eine längere und eine kürzere Version ohne Vorwort nochmal getrennt, wo ich dann direkt aus dem Koran vorgelesen habe, den sogenannten Prügelvers und auch den Vers, die Sure, dass Frauen im Grunde nur wie Sexobjekte gehalten werden sollen und auch gehalten werden dürfen. Das passiert ja in Wahrheit wirklich im Koran, im Islam, Entschuldigung, nicht im Koran, im Islam. Da habe ich ja dann später, weil es der Thema Frauentag eigentlich ging, also gestern 8. März, da habe ich auch die zweite Strophe unserer deutschen Nationalhymne, die immer noch gültig ist, in allen drei Strophen, gezeigt und auch kurz angesungen. Habe mich ja dafür entschuldigt, wahrscheinlich habe ich mir eine beginnende Erkältung eingefangen, also. Kann sein, dass meine Stimme jetzt anders klingt als in Videos von mir, wo ich wahrscheinlich diese Erkältung nicht hatte. Und kaum habe ich das hochgeladen, dieses Video, also wo ich da nur diesen Ausschnitt, wo ich da kurz die zweite Strophe vorsinge, den Frauen einen guten, schönen Frauentag wünsche, also hier, um darauf hinzuweisen, dass ursprünglich auch in unserer Nationalhymne in der zweiten Strophe, die heute mittlerweile nicht mehr in der Öffentlichkeit gesungen wird, Frauen direkt gewürdigt und erwähnt werden. Da kam ein absolut schwachsinniger Pöbelkommentar von jemandem, der mich wieder pauschal als Ossi bezeichnet hat, also weil ich ja aus Thüringen bin, aus Erfurt, und mir unterstellen wollte, so nach dem Motto, wir werden keine Deutschen, also wir Thüringer oder überhaupt generell die angeblichen Ostdeutschen, in Wahrheit ist es Mitteldeutschland. Die ehemalige DDR war schon immer Mitteldeutschland. Das, was ihr als Osten bezeichnet, ist nie etwas anderes gewesen als Mitteldeutschland, sonst würde unser Fernsehsender hier nicht Mitteldeutscher Rundfunk heißen, MDR. Und was ich immer auch versucht habe zu erklären, beziehungsweise ich habe es dann bei den Videos reingeschrieben, wo ich etwas deutlicher dann getextet habe. Kann sein, dadurch habe ich wieder einige Leute verkrault, weil sie es nicht gewöhnt sind, dass sie wirklich die Meinung unmissverständlich vorgesetzt bekommen. Da habe ich ja darauf hingewiesen, googelt doch einfach mal Thüringer Reich. Es gab bereits ein Reich der Thüringer lange bevor es überhaupt ein Deutschland gegeben hat. Ja, also man sieht es ja. Ja, es ist Wikipedia, die meisten tun Wikipedia nicht als seriöse Quelle ansehen. Aber hier kann man, wie gesagt, einige Sachen nachlesen, die man dann auch gerne weiter recherchieren kann. Ich habe zum Beispiel mein Wissen früher als Bücher mir angeeignet, also da habe ich das bereits schon gewusst, dass es ein Thüringer Reich gegeben hat. Lange bevor es in Deutschland gegeben hat. Ja, also man sieht es ja hier. Thuringi ursprünglich unser Volk, also unser, wie sagt man,
deutscher Stamm hier. Hier ist noch mein Bild, Sekunde. Hier, reicht der Thüringer. So, hier wo ich jetzt gerade mit dem Mauszeiger, weiß ich in der Lupe ist, hier drauf zeige. Hier kann man es ja erkennen, hier ist Regensburg. Also hier Bayerwaden, hier Bayern. Und hier reicht der Thüringer. Und das hat es bereits gegeben, lange bevor es überhaupt in Deutschland gegeben hat. Und das, was ihr hier, Mitteldeutschland hier, was ihr als Ossis oder als Ostdeutschland bezeichnet, das ist schon immer Mitteldeutschland gewesen. Der Osten ist hier, die deutschen Ostgebiete. Das ist Ostdeutschland, was mittlerweile Polen ist. Polen und Russland hier, Königsberg und so weiter. Das hier, hier, wo ich gerade jetzt mit dem Mauszeiger bin, das ist Ostdeutschland. Das hier, die ehemalige DDR, wo auch das, wo auch Thüringen hier liegt, das reicht, das ehemalige Reich der Thüringer. Das hier war schon immer Mitteldeutschland. Gut, Sekunde. Hier, ich kann sie mal vorlesen. Sekunde, ich trinke kurz einen Schluck. Die Thüringer werden erstmals als Thuringi um 400, also 400 nach Christus, im Werk Mulo Medicina des Flavius Vigetius Renatus erwähnt. Über die weitere Geschichte der Thüringer ist bis ins späte 5. Jahrhundert faktisch nichts bekannt. Trifft der Bericht bei Sidonius Apollinaris jedoch zu, so gerieten die Thüringer zu Beginn des 5. Jahrhunderts unter die Herrschaft der Hunnen. Also hier Attila der Hunne. Sidonius Apollinaris zufolge dienten in der Mitte des 5. Jahrhunderts wohl thüringische Kontingente dem Hunnenkönig Attila, an dessen Seite sie auch in der Schlacht auf den katalanischen Feldern, wie gesagt, wird ja nur vermutet, wo das ungefähr sein könnte, also hier das Schlachtfeld, die Schlacht, genau wie bei der Schlacht im Teutoburger Wald, ist ja nicht eindeutig geklärt, eine Gegend zwischen Troy und Chalon-sur-Marne. Also da wird es wahrscheinlich vermutet hier zwischen heute dem französischen Troy und Chalon-sur-Marne im Jahre 451 kämpften. Also Thüringer haben dann, nachdem sie natürlich hier von den Hunnen erobert worden und besetzt worden, auch als Söldner für den Hunnenkönig, also für Attila den Hunnen gekämpft. Von der Hunnenherrschaft konnten sich die Thüringer erst nach dem Tod Attilas und nach der Schlacht am Nidau in Pannonien im Jahre 454 befreien. Das angebliche Exil des Frankenkönigs in Thüringen hingegen entstammt wohl einer sagenhaften Erzählung und dürfte daher kaum historisch sein. Allerdings können Ende des 5. Jahrhunderts durchaus gewisse Kontakte zwischen Franken und Thüringen bestanden haben. Also nicht jetzt den Frankenjoten in Bayern, sondern hier, ich zeige es nochmal hier, also hier, was später Frankreich geworden ist hier. Hier steht es ja auch, Rheinfranken und so weiter. Sekunde, hier genau, zwischen. Allerdings können Ende des 5. Jahrhunderts durchaus gewisse Kontakte zwischen Franken und Thüringern bestanden haben. Wenngleich dies aufgrund der dünnen Quellenlage spekulativ ist, spekulativ bleiben muss. Eugippius und seiner Vita des Severin von Noricum zufolge unternahmen die Thüringer im Verbund mit den Alemannen oder Alamannen um 480, also 480 nach Christus, Raubzüge gegen Passau und andere Städte an der Donau. Der erste namentlich bekannte und historisch gesicherte Thüringer König war Bisinius, der um 500 herrschte, also 500 nach Christus. Sein Reich erstreckte sich wahrscheinlich von der mittleren Elbe nach Süden über den Main hinaus, möglicherweise fast bis zur Donau, bis zu Beginn des 6. Jahrhunderts lag die ostfränkische Region im Spannungsfeld zwischen Thüringern und Alemannen oder Alamann. Der Geograf von Ravenna schreibt im 7. Jahrhundert, dass die Flüsse Naab und Regen in der heutigen Oberpfalz im Land der Thüringer an
in die Donau münden. Die vermutete Ausdehnung des Thüringer Machtbereiches in die Maingebiete ist allerdings nicht sicher nachzuweisen. In Oberfranken scheinen bis zur Eroberung durch die Franken eher Beziehungen zu böhmischen Kulturgruppen bestanden zu haben. Möglicherweise war hier eine einheimische elbgermanische Bevölkerungsgruppe als Traditionsträger vorherrschend. Hier irgendeine Forscherin wahrscheinlich, Heike Kran-Höck, geht allerdings davon aus, dass sich das Thüringer Reich auf seinem Höhepunkt im frühen 6. Jahrhundert über weite Teile rechtsrheinischer Germania erstreckt habe. Der rechtsrheinischen Germania erstreckt habe. Und die Thüringer damals damit in diesem Raum eine Vormachtstellung ausgeübt haben. Das Reich der Thüringer war ebenfalls um 500 das mächtigste germanische Reich außerhalb der alten römischen Reichsgrenzen und somit ein wichtiger Machtfaktor im Raum zwischen Rhein und Donau. Gregor von Tours schreibt Ende des 6. Jahrhunderts in seinen Historien von Thüringern, also Thüringi, woraus dann irgendwann der Begriff Thüringen oder Thüringer geworden ist, welche linksrheinisch und in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Franken lebten. Also wie gesagt, nicht den Franken bei Bayern, sondern den Franken, also im heutigen Frankreich. Daraus wurde geschlossen, dass um 500 neben dem ostrheinischen Thüringer Reich noch ein kleineres linksrheinisches Thüringer Reich existiert habe. Ob es jedoch ein solches Thüringer Reich am Rhein gegeben hat, ist sehr fraglich. In der neueren Forschung wird die Existenz eines linksrheinischen Thüringer Reiches eher abgelehnt, da es sich um eine Fehldeutung Gregors gehandelt habe. Bei Gregor von Tours werden nach Bisinius als Könige der Thüringer die Brüder Baderich von Thüringen, Herminafried und Bertachar erwähnt. Baderich wurde eventuell vor Beginn der folgenden fränkischen Invasion getötet. Doch ist dies unsicher. Möglicherweise sind er und Bertachar erst während der fränkischen Invasion im Jahre 531 gefallen. Schließlich blieb nur noch Herminafried als eigenständiger König übrig. Er war wohl schon zuvor der mächtigste der drei Brüder und heiratete die Godin Amala Berga, eine Nichte des Ostgotenkönigs Theoderich. Mit dem Tod Theoderichs im Jahre 526 endete die bisherige Ausgleichspolitik unter den Germanenreichen im Westen. Noch bevor die Thüringer ihre Herrschaft festigen konnten, setzten die Merowinger ihre aggressive Expansionspolitik fort. Sie nutzten die günstige Gelegenheit, die Thüringer, die nun ohne den Schutz der Amaler waren, anzugreifen. Zudem schien das Reich der Thüringer bereits durch vorherige Bruderkämpfe geschwächt worden zu sein. In einer Reihe von Schlachten, wobei die letzte im Jahre 531 an der Unstrut, also dem Fluss Unstrut, stattgefunden haben soll, siehe Schlacht an der Unstrut, also ist auch direkt, wie sagt man, bezeugt, dass da eine Schlacht stattgefunden hat an der Unstrut, besiegten die merowingischen Franken schließlich das Volk der Thüringer unter König Herminafried. Eventuell wurden die Franken dabei von den Sachsen militärisch unterstützt. Durch Flucht, Deportation und Mord fand die thüringische Königsfamilie ihr Ende. Eine literarische Verarbeitung der Ereignisse um den Untergang des Thüringer Reiches und dem Ende Herminafrieds ist das Iringlied. Die letzte Angehörige des Königshauses, Radegundis, starb im Jahre 587 im fränkischen Exil und wurde später heilig gesprochen. Die Franken beendeten die Herrschaft der Thüringer und schlossen deren bisheriges Herrschaftsgebiet, das Thüringer Reich, dem eigenen Territorium an. Im folgenden Jahr 532 wurde auch das Burgundenreich von den Franken erobert. Die weitere Entwicklung Thüringens nach dem Reich der Thüringer wird im Artikel Geschichte Thüringens Mittelalter dargestellt. Sekunde, ich gucke hier nochmal kurz. Ja, das ist alles nochmal hier zusammengefasst. Ja, Geschichte Thürings.
Na, Sekunde. Das nur die Zusammenfassung. Hier nochmal reicht das Heringer. Hat man ja eben. Im Moment kam da vorne noch was Wichtiges. Thüringen lag in der Altsteinzeit. Sekunde, ich mache mal nebenbei eine Zigarette. Also das heutige Thüringen, das Land Thüringen, das Bundesland Thüringen, der Freistaat Thüringen. Thüringen lag in der Altsteinzeit, also in der Urzeit bereits, an den südlichsten Ausläufern der eiszeitlichen Gletscher, die Elster-Eiszeit. Die ältesten Funde menschlicher Besiedlung im Land stammen aus Plitzingsleben, Ehringsdorf bei Weimar, der Ehringsdorfer Urmensch, also da wurden wahrscheinlich auch, wie sagt man, komplette Reste von Skeletten gefunden. Oder zumindest Teile von Skeletten. Sowie aus Rheines. Die Silexspitze von Weimar-Ehringsdorf ist bis zu 230.000 Jahre alt. Also da gab es hier in Thüringen schon Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch im restlichen Gebiet vom heutigen Deutschland oder auch vom früheren Deutschland, dass es da genauso in dem Zeitraum war, vor 230.000 Jahren. Um 100 vor Christus wanderten Hermunduren aus dem Gebiet der unteren Elbe nach Thüringen ein und vertrieben die Kelten oder vermischten sich mit ihnen. Also genau wie der Homo sapiens hier die Neandertaler angetroffen hat und hat teilweise sich mit ihnen vermischt. Also wir haben heute noch in unserem DNA-Material haben wir Teile von Neandertaler DNA, aber wir wissen ja, der Neandertaler hat nicht überlebt. Also möglicherweise haben sie auch ist er nicht nur einfach so ausgestorben, also durch den Konkurrenzdruck durch den Homo sapiens, sondern möglicherweise haben die Homo sapiens auch die Neandertaler mehr oder weniger ausgerottet. Obwohl es, wie gesagt, eine Vermischung gegeben hat. Also wahrscheinlich von allem etwas. Letztere lebten bis um Christi Geburt, also bis unsere heutige Zeitrechnung ungefähr bis zum Jahr 0, südlich des Thüringer Waldes und erbauten dort ihr einziges Oppidum auf dem Gebiet Mitteldeutschlands. Was ist ein Oppidum? Unter einem Oppidum versteht man eine befestigte, stadtartig angelegte Siedlung der Latenezeit, also das Latenerreich oder die Latenezeit. Also, ja, ich bin jetzt rausgekommen, Entschuldigung. Letztere lebten bis um Christi Geburt südlich des Thüringer Waldes und erbauten dort ihr einziges Oppidum auf dem Gebiet Mitteldeutschlands, die Steinsburg bei Römhild. Da sich bei der Steinsburg vermutlich um das bei Claudius Ptolemäus erwähnte Oppidum Picurgion handelt, ist Römhild der älteste Ort auf dem Gebiet des heutigen Thüringen anzusehen. Im Jahr 3 nach Christus vereinte der Markomannenfürst Fürst Marbod Hermunduren, Turonen, Quaden, Langobarden und Semnonen in seinem Reich. 19 nach Christus, also im Jahr 19 nach Christus, vertrieb Bibilius, Fürst der Hermunduren, den Markomannen Chatualda, den Nachfolger Marbods, und verleibte sich so den nordböhmischen Teil des Markomannenreiches ein. Laut Tacitus, 98 nach Christus, entsprang die Elbe, deren Quelle tatsächlich im nordöstlichen Böhmen liegt, im Gebiet der Hermunduren. Die Römer herrschten zwar niemals in Thüringen, dennoch unterhielten sie Handelsbeziehungen und unternahmen einige Expeditionen dorthin. Vielfach wurden im Land römische Münzen gefunden und die römische Töpferei von Haarhausen. Also das liegt hier ganz in der Nähe von Erfurt, Haarhausen. Und hier steht es ja auch Haarhausen bei Erfurt. War fast identisch mit den Töpfereien der Römer. Die bis vor einigen Jahren vorrangige These, dass im 3. Jahrhundert Angeln und Warnen von Norden nach Thüringen einbrachen,
uns zusammen mit den Hermunduren und Turonen die Thüringer bildeten, ist heute nicht mehr haltbar. Der Zusammenhang zwischen Hermunduren, die letztmals im 1. Jahrhundert erwähnt werden, und den Thüringern ist eine Erfindung. Im 4. Jahrhundert wurde der Name Thuringi erstmals durch Flavius Vegetius Renatus schriftlich erwähnt, wobei diese Quelle bezweifelt wird. Sicher hingegen ist die Existenz von Sidonius Apollinaris, eines gallischen Autors, der um 480 die Thuringi als einen ehemaligen Gefolgschaftsverband des Hunnenkönigs Attila bei dessen Kriegszug nach Gallien benannte. Jetzt kommt wahrscheinlich hier nochmal das Reich der Thüringer hier. Aber das haben wir ja eben schon mal gehabt. Also angeblich wurde es durch die Franken und die Sachsen dann im Jahre 531 zerschlagen, also hat aufgehört zu existieren. Hier steht es auch, das Reich wurde zerschlagen und unter den Siegern aufgeteilt. Das Gebiet nördlich des Harzes ging vermutlich an die Sachsen, das Gebiet der Süden wohl an die Franken, also doch die Franken in Bayern, also nicht das heutige Frankreich. Oder halt doch das heutige Frankreich, also nicht die Franken in Bayern, also möglicherweise entweder oder, ich weiß es nicht hundertprozentig jetzt. Die Gebiete östlich der Saale konnten von den Franken nicht gehalten werden und wurden von Slawen besiedelt. Also, wie sagt man, die Vorläufer der Russen hier Slawen. Als Tribut wurde den südlichen Thüringern der sogenannte Schweinezins auferlegt, demzufolge sie dem fränkischen Königshof jährlich 500 Schweine liefern mussten. Das Iringlied erzählt eine von den Ereignissen inspirierte Geschichte vom Untergang des Reiches der Thüringer und dem Ende Hermina-Frieds. Also nochmal, ja, Spinner, wir wären keine Deutschen, oder so nach dem Motto, hier, wir angeblichen Ossis wären keine Deutschen. Das Reich der Thüringer hat bereits bis ins Jahr 531 existiert. Ihr wisst, wann das erste deutsche Reich, also das heutige Deutschland, die Reste davon sind ja das heutige Deutschland, gegründet wurde. Das war 1870, 1871. Rechnet nach, 531 bis 1870, 71. So, Achtung, mit solchen rotzbekloppten Schwachköpfen hat man es hier zu tun. Die haben überhaupt keine Ahnung, aber erstmal pöbeln und irgendwelche Scheiße erzählen. Und dann noch feige sein. Also das sind ja mehr die Liebsten hier. Feige Fake-Account, wisst ihr? Wisst ihr? Hier, also ein feiger anonymer Fake-Account, und von da tun sie ihre Pöbelkommentare ablassen und natürlich negativ bewerten, also pauschal. Und gerade bei Sachen hier wie Thema Islam und so weiter, wo ich natürlich auch unangenehme Fakten anspreche. Naja, also dann gab es ein Herzogtum Thüringen hier, merowingisch. Dann gab es den Ottonen und den Saliern hier, ottonische und salische Zeit. Und irgendwann um 1131, also nochmal jetzt von 531, wo das Thüringer Reich, das allererste Thüringer Reich zerschlagen wurde, bis 1131 gab es dann eine ludowingische Landgrafschaft Thüringen. Erste Stadtgründung im 12. Jahrhundert. Mühlhausen wurde da wahrscheinlich gegründet, Nordhausen wurde da gegründet, Saalfeld, Waltershausen. Gebesee, also hier das Dorf Gebesee, ist auch hier in der Nähe von Erfurt. Weißensee, Langensalza, also hier, was heute als Kurort Bad Langensalza bezeichnet wird. Wir hatten eine Ritterorden hier, also Teil vom deutschen Orden hier, geistliche Ritterorden in Thüringen. Irgendwann hier Mühlhausen um 1227. Also ich tue es jetzt nur überfliegen, weil, wie gesagt, das meiste ist ja nicht so wichtig. Kann ich zeigen, weil hier muss ich aufpassen hier. Später gab es ja auch ein Wappen von Thüringen hier mit Hakenkreuz. Ja, hier glaube ich nicht. Ja. Irgendwo haben sie hier dann später das Hakenkreuz hier mit eingefügt. Also hier in 20er, 30er Jahren, beziehungsweise dann nach 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Also das war ursprünglich unser, wie sagt man, hier Landgrafschaft Albrecht II. 1265.
Das war ursprünglich unser Thüringer Wappen hier. Also rot-weiß ist klar, blau, also genau wie heute der Fahne Thüringen hier, der Thüringer Löwe ist. Für mich sieht das eigentlich aus wie ein Bär, nicht wie ein Löwe. Soll aber wahrscheinlich doch ein Löwe sein. Hier, mach's mal größer. Ja gut, so viel größer wird's nicht. Also hier, ist das ein Bär oder ist das ein Löwe? Ein Bär hat nicht so einen langen Schweif, also hier so einen langen Schwanz. Keine Ahnung, ob es einen Bär darstellen soll oder hier einen Löwen. Also das können wir uns auch sparen hier. Wettiner, Königsfalzen und Freie Reichsstädte. Wie gesagt, Erfurt war also die spätere Landeshauptstadt von Thüringen. Erfurt war damals schon eine freie Stadt. Also eine mehr oder weniger unabhängige Stadt. Ist wie gesagt durch Mainz jahrhundertelang besetzt und bevormundet worden. Ja, das können wir uns eigentlich wahrscheinlich sparen. Hier Erzstift Mainz, also unmittelbar was dann mit Erfurt zu tun hat. Erfurt und Mainz, die jahrhundertelange Verbindung, aber halt gleichzeitig auch eine gewisse Bevormundung durch Mainz. Dann gab es meine Grafschaft Henneberg. Hier Henneberger Rathaus, wo Napoleon auf dem Rückweg in seinem Russlandfeldzug dann da eine Nacht übernachtet hat im Henneberger Rathaus. Also das ist bei Suhl, Henneberg, soweit ich weiß. Steht es irgendwo in Südthüringen, also Suhl liegt ja in Südthüringen. Hier Sonneberg, ja, irgendwie, also. Würzburg, also ein Hochstift. Meiningen hat man wahrscheinlich zum Hochstift Würzburg gehört, von 1008 bis 1542. Und dann auch ein Hochstift Fulda. Hier dann später halt die ganze Aufsplitterung hier, thüringische Staaten, wettinische Teilung. Dann die Reformationszeit, also wie gesagt, Martin Luther ist ja stark mit Erfurt verbunden. Er hat ja ursprünglich hier erst, wie sagt man, als Kirchenangehöriger hier erst in Erfurt gelebt und gewirkt, und später ist er dann halt erst mehr oder weniger, wo die Reformation sich durch Luther ausgebreitet hat, also ist er auch in andere Gebiete hingekommen. Hier steht es ja auch, Martin Luther hielt sich von 1521 bis 1522 auf der Wartburg auf, also wo er die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Ist eigentlich auch ziemlich bekannt hier Sachsen-Gotha, Sachsen-Coburg, Eisenach, also hier der Einfluss von Prinz Albert hier, englisches Königshaus hier mit Königin Victoria, Queen Victoria. Also der kam ursprünglich aus Thüringen hier. Prinz Albert von Sachsen-Coburg, Gotha. Also wir Thüringer haben auch, wenn man so will, mit das englische Königshaus, also einer von uns hat auch mit das englische Königshaus, wenn man so will, begründet. Also die meisten heutigen Angehörigen vom englischen Königshaus gehen ja auf die Verbindung zwischen Prinz Albert und Königin Queen Victoria zurück. Und auch andere Adlige in Europa. Napoleon, also Erfurt war dann direkt Napoleon persönlich unterstellt, also nur die Stadt Erfurt. Dann ist es irgendwann an Preußen geraten, hier nach dem Wiener Kongress, also nachdem Napoleon endgültig dann besiegt wurde, 1815. Dann war es ein Mitglied vom Deutschen Bund, also das ist so eine Art wie der Vorläufer vom Deutschen Reich dann gewesen hier. Das heutige Thüringen zwischen 1826 und 1918.
Ja, also Erfurt hat dann, deswegen ist es hier blau markiert hier. Hier steht es ja auch, preußischer Regierungsbezirk Erfurt. Also Erfurt hat dann eigentlich mal zu Preußen gehört. Also warum dann ursprünglich erst Weimar, wenn man so will, die Hauptstadt gewesen ist. Später war da halt die Hauptstadt, also nach 1945 war da halt erst Erfurt dann die richtige Landeshauptstadt von Thüringen. Hier bei der Märzrevolution, also 1848 bis 1849, hat wahrscheinlich irgendwo Thüringen, also das Land Thüringen auch eine entscheidende Rolle mitgespielt. Irgendwann wurde halt hier ab 1844 rum, wurde wahrscheinlich hier die Eisenbahn langsam errichtet. Und dann 1890 gab es dann direkt verschiedene Eisenbahngesellschaften hier. Im Jahre 1890. Also wie gesagt, ich überfliege es jetzt nur. Ich wollte halt ursprünglich das nur klarstellen. Naja, und irgendwann kam halt die Industrialisierung. Also gerade hier durch Bodenschätze, also sprich auch Kohle und so weiter, was ja auch in Thüringen noch lange abgebaut worden ist. Irgendwelche Bodenschätze. Hier war die Kleinstaaterei im Ersten Weltkrieg, hier, also Thüringen im Ersten Weltkrieg. Ja, Landkreis Erfurt hier oben, das Blaue. Dürfte wahrscheinlich irgendwo gleich, wie sagt man, hier genau, Novemberrevolution 1918 und Weimar Republik von 1919 bis 1933, also jetzt kommt dann irgendwann auch. Das Thüringer Wappen hier mit Hakenkreuz möglicherweise. Hier genau, Thüringen im Nationalsozialismus, muss ich wahrscheinlich ein separates Fenster öffnen. Sekunde. Jetzt kann ich ja mal das Hakenkreuz zeigen. Eben habe ich, wie gesagt, hier, also haben sie dann im Grunde ein neues Wappen geschaffen und hier haben sie halt bei dem Thüringer Löwen oder Thüringer Bär haben sie halt hier ein Hakenkreuz in die Pfote reingemacht. Hier sieht man es noch besser hier. Da. Hier ist das Gauforum in Weimar hier. Also ein Teil davon hier, vom Gauforum in Weimar. Buchenwald muss ich jetzt nicht weiter darauf ansprechen. Also das Buchenwald, das Konzentrationslager Buchenwald ist ja bekannt bei Weimar. Hier ist auch ein Bild hier von der Vorderseite. Hier dem Tor halt mit dem Schriftzug, jeden das eine. Also hier der Eingangsbereich zum Konzentrationslager Buchenwald. Ab 1945 war es dann das Land Thüringen bis 1952. Dann wurden halt Bezirke draus gemacht, die Bezirke Erfurt, Suhl und Weimar, glaube ich. Also drei Bezirke, soweit ich weiß. Irgendwo steht es auch, oder? Hier Erfurt, Gerau und Suhl, Entschuldigung. Also Bezirk Erfurt, Bezirk Gerau, Bezirk Suhl. Ja, also Städte hier liegen fast unmittelbar nebeneinander, hier Erfurt und Weimar. Also normalerweise könnte man hier statt einer Zugverbindung zwischen den beiden Städten, könnte man auch hier eine unterirdische Verbindung bauen, dass hier Tag und Nacht hier Verkehr wäre. Also hier wie U-Bahn-Verkehr oder halt auch unterirdischer Autoverkehr. Ich weiß nicht genau, wie weit hier die Entfernung zwischen Erfurt und Weimar ist, ob sich das lohnen würde, also hier komplett eine unterirdische Verkehrsverbindung anzulegen. Naja, und dann halt ab 90, 1991 halt der Freistaat Thüringen. Sekunde, ich tippe nochmal kurz Mitteldeutschland ein hier.
Hier sind die mitteldeutschen Dialekte, also hier, also vom heutigen Deutschland hier. Und hier jetzt, was weiß ist, hier was heute Polen ist oder hier halt Königsberg, Russland, hier wäre eigentlich Ostdeutschland, also hier, wo ich jetzt gerade lang fahre. Ist natürlich hier nicht mit eingezeichnet, weil hier ist es ja weiß. Also so wird heute Mitteldeutschland hier, ich sag mal, nicht mehr so gezeigt, die ehemalige DDR, also hier das Rote hier, das, ich sag mal, Pinke und hier das Rote, sondern halt, also eigentlich wäre das hier Mitteldeutschland hier, hier der rote Bereich und hier, was jetzt Polen ist, hier wäre eigentlich Ostdeutschland. Also mittlerweile wird Mitteldeutschland mehr so länglich, wie sagt man, der Bereich als Mitteldeutschland angesehen. Ursprünglich war es hier, wie gesagt, die gesamte ehemalige DDR war eigentlich Mitteldeutschland. Hier sieht man sie noch. Da. Ihr Vollblöden. Weil ihr nur noch Scheiße in eurer kreuzbekloppten linksfaschistischen Schule lernt. Sekunde. Ihr habt überhaupt keine Ahnung von deutscher Geschichte. Ihr erzählt eine Krütze teilweise. Ja, so wollte ich es eigentlich nicht haben, es ist zu groß. Ja, ich muss es so lassen. Ja, das ist Mitteldeutschland. Das ist Ostdeutschland, das ist Ostdeutschland. Hier ist heute Königsberg, hier sieht man es ja. Russenvereine. Also ist heute Polen. Die sogenannte Westverschiebung hier, Flucht und Vertreibung. Hier, so viel zum Märchen hier. Gastarbeiter hätten Deutschland nach 1945 wieder aufgebaut. Diese Leute hier, die hier vertrieben worden sind, Flucht und Vertreibung, die sich teilweise hier niedergelassen haben und auch hier, also was dann später die BRD geworden ist, hier die drei Besatzungszonen, englische Besatzungszone, amerikanische Besatzungszone, französische Besatzungszone, das Saarland kam erst später zu Deutschland zurück. Diese Leute, die hier, also Deutsche, die hier vertrieben worden sind und haben sich da niedergelassen und da niedergelassen und da niedergelassen und da niedergelassen, die haben Deutschland wieder aufgebaut nach 45. Nicht irgendwelche Spinner hier, irgendwelche Gastarbeiter. Die kamen erst irgendwann in den 60er Jahren. Da war Deutschland bereits wieder aufgebaut. Also wie kann man so bekloppt sein? Aber da muss man wirklich links verstreut, links gehirngewaschen sein, dass man so eine Krütze irgendwo nachplappert. Also ihr müsst doch dumm wie Brot sein, dass ihr irgendwelche Scheiße euch einreiten lasst. Dabei kann man das hier, ihr seht es doch gerade. Ich weiß nicht, wie lang das Video jetzt gegangen ist. Vielleicht 50 Minuten, sagen wir mal. Ich kann ja mal kurz gucken, wie groß das Video schon ist. Ja, 37 Minuten, also sogar weniger als 50 Minuten. Ja, ich habe gerade mal, kann man sagen, knapp etwas über eine halbe Stunde gebraucht und habe sämtliche Fakten, die man mir teilweise an den Kopf wirft oder auch anderen hier an den Kopf wirft, ihr seid Ossis und irgendwelche anderen Schwachsinn, habe das komplett widerlegt. Ja gut, ich wusste es bereits, also mir ist es leichter gefallen, aber genauso könnten das andere hier nachforschen. Aber wenn man zu blöd ist, mal ein Buch aufzuklappen oder mal richtig zu lesen, und stattdessen nur Scheiße noch plappert, naja, dann bleibt man halt dumm. Was ist das hier? Ja, das ist eh zu klein. Hier Mitteldeutschland, also wahrscheinlich auch, wie es heute angesehen wird. Hier gab es ja mal eine Teilung, die Leipziger Teilung, 1485 hier. Sachsen nach der Leipziger Teilung. Ja, und hier, also NDR hier, Mitteldeutscher Rundfunk da. Hier NDR, Norddeutscher Rundfunk, WDR, Westdeutscher Rundfunk, Hessischer Rundfunk, also hier Hessen, Südwestrundfunk hier, also hier Saarland, beziehungsweise hier Süddeutscher Rundfunk, also hier Saarland, und hier Südwestdeutscher Rundfunk hier Baden-Württemberg. Und hier Bayerischer Rundfunk, ist klar, also Bayerisches Fernsehen hier Bayern. Und hier RBB, na, komme ich nicht mehr drauf, was RBB die Abkürzung genau bedeutet. Hier, also Berlin halt. Hier, Mitteldeutscher Rundfunk. Ist zwar heute jetzt nicht mehr in dem Sinne hier, dass hier die Ostgebiete, also der wahre Osten hier eingezeichnet sind, also hier gezeigt werden. Aber das hier ist alles Mitteldeutschland. Also ursprünglich die komplette DDR ist Mitteldeutschland gewesen. Weil ihr bereits bekloppt seid.
weil ihr nur Scheiße nachplappert und andere Leute irgendwo sinnlos anpöbelt. Im Grunde seid ihr dumm wie Brot. Hier. Mitteldeutschland. Das hier ist Ostdeutschland. Das sind Ossis hier. Sogenannte angebliche Ossis. Und das ist nur ein Teil hier. Hier, der Teil hier, der Korridor. Also was auch der Auslöser mit für den Zweiten Weltkrieg war. Hier die Korridorfrage hier. Dass Deutschland eine Verbindung zwischen diesem Teil und diesem Teil haben wollte hier. Das wurde bereits Deutschland nach dem Ende vom Ersten Weltkrieg gestohlen, hier die sogenannte Korridor. Hier, weil Polen unbedingt hier einen Zugang zur Ostsee wollte. Also ursprünglich hat das hier auch noch alles zu Deutschland gehört, hier dieses jetzt Graue hier. Das hat Polen bereits Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg gestohlen. Das hier. Wir sind Mitteldeutschland schon immer gewesen. Also hier der Bereich, hier ungefähr ist Thüringen hier. In diesem Bereich. Also ich habe wohl eher einen Grund, stolz auf mein Land zu sein oder auf meine deutsche Geschichte zu sein, als jeder andere hier. Das Thüringer Reich gab es bereits im Jahre 500 bis zum Jahre 531. Da war von Deutschland, vom Deutschen Reich noch überhaupt gar keine Rede. Das kam erst 1870, 1871. Gut. Thema beendet. Naja, tut mir leid, aber wie gesagt, mir geht das auf den Sack, aber die Leute sind halt trotzdem bekloppt. Also, was will man machen hier? Ciao.